Neues Spiel. Auf geht's, Freunde. I'm hyped. Eine Kanone. Peng. Welten auseinander. Wir sehen was. Wow. We can see something. Hilfe. Oh, danke für die Übersetzung. Oxygen systems effective. Loading user interface. Hey Mel, let me know if you're still good for our call tonight. Can't wait to hear about what you've uncovered today. Poppy says hi. Speak tonight. Love you. Robert ist unser Vater, denke ich. What the hell? Oder sie hat einen Daddy-Kink. Man weiß es nicht. Kann ich mich schon bewegen oder ist das alles noch... Ich glaube, das ist noch alles Cutscene. Ja. Anyone. Help me. Sind wir auf dem Mars? Please. Ja, gutes Game, ne? Würde ich sagen. Sehr, sehr stark. Mir gefällt das Logo aber. Ich fand das Cube-Logo schon cool und jetzt, wie die Hand in dieses 2 ragt, finde ich, sieht sehr, sehr geil aus. I like it. I like it very much. Übrigens, Freunde, wenn ihr jetzt Ausrufezeichen Quote, Leerzeichen, List eingibt, dann seht ihr alle Quotes, die es gibt. I am stranded in an unknown location following mission success. Are there any survivors out there? Zerbrechliche Träume. This is Dr. Amelia Cross. I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Das war schon mal gut. I don't know what's happened, but I need help. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic induced amnesia. Musician hostet mich für 13 Leute. Danke, Musician. What are you talking about? Ist, glaube ich, sein Autohost. Oh shit. Tasked with destroying the cube. Damn. The escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing. You can manipulate the cubic structures with it. Nice. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Ich call es jetzt schon, Emma ist am Ende böse. I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay. I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you're in. Mm-hmm. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't lock onto you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Okay. Right. Okay. I think I can do that. Ich tue mein Bestes. Ich ignoriere diesen Schreibfehler. Ja, Mann, das Mastermind Emma. Ja, ist irgendwie schon komisch, dass du direkt am Anfang mit jemandem redest und direkt gesagt wird, hey, ich weiß, was der Plan ist, um uns hier alle rauszubringen. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Vielleicht auch einfach deswegen, weil ich eine Langzeit-Videospielerfahrung habe und mir vorstellen kann, was hier alles für Schissel passieren kann. So, ich meine nur, das sieht ziemlich episch aus. I need to say, that looks pretty, pretty nice. Wow, well, look at that. Das ist orange. Die Grafik ist halt auch echt krass. Ich meine, guckt euch ohne Scheiß jetzt mal Real Rap. Man geht ja oft einfach an Spielen vorbei und denkt sich so, ja, Spiele gehen mit der Zeit. Natürlich wird die Grafik besser. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie krass diese Säule aussieht. Das sieht echt aus wie so eine Edelstahlsäule, wie sie im Real Life stehen könnte. Mit so einer Hydraulik, die das nach oben schiebt. Ey, heftig, heftig.
Next Level Säule. Ja, Mann. Next Level Shit. Oh, wo sind wir jetzt angekommen? Wow. Ich glaube, wir kommen gerade in unsere erste Test Chamber. Leute, wenn man das Spiel heute über Twitch runterlädt, kann man das noch nach dem 9.7. zocken. Kablion, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber schon, weil alle Spiele, die du dir holen kannst mit Twitch Prime, die hast du dann ja in deinem Twitch-Account. Und es heißt ja immer, hol dir dein Loot ab. Und ich kann zum Beispiel... Ah, ich kann es dir einfach ganz kurz erklären, ob es so ist oder nicht. Moment. Ja, ist so. Denn ich habe mir mal irgendwann Devil May Cry als Loot geholt und ich kann es immer noch installieren und spielen. Das heißt, wenn ihr bei Twitch Prime neuen Loot seht und neue Games, die ihr euch holen könnt, holt sie einfach immer, weil ihr könnt sie immer wieder installieren oder deinstallieren oder sonstiges. Ihr habt es dann einfach für immer. Alright. Ich denke, solange ihr Twitch Prime habt, natürlich. Ich denke, wenn ihr keinen Twitch Prime mehr habt, dann werden sie verschwinden. Aber, wenn ihr euch sie jetzt holt, dann habt ihr die noch. You should have access to the launch pad function, code-colored blue. Try placing one on any white cubes that have a frame using your left glove, then stand on it. Okay. Das wird jetzt verrückt. Gibt's hier schon ein Secret? Hallo? Nein. Okay. Wow! Jesus! I wasn't expecting that. Ich auch nicht! You better get used to it. It may just save your life in here. Listen, okay. I'm losing signal because of the storm. Keep climbing upwards. Contact me if you find anything strange. Dann habe ich jetzt leider einen Grund, nicht mehr zuzuschauen. Viel Spaß Hello? Noch, Kablion. Ich Can hoffe, ich hätte dir was anderes gesagt. Aber ich will dir ja auch wenigstens das Richtige sagen. Viel Spaß mit dem Spiel, Mann. Sehr schön. Yannick und die Säule, Love at First Sight. Ja, Mann. Ja, Mann. Man kennt mich. Ich und Säulen, Alter. Ey, die sind so. Okay. Die Frage ist, wenn ich jetzt drei von den Dingern... Ah, okay, ich kann immer nur einen hier blau machen. Okay, wir haben jetzt Sprungpads quasi erschaffen. Sieht sehr nach Portal aus, dem Game aus. Gefällt mir, ja. Wie gesagt, es hat so einen gleichen Touch. Cube 1 ging auch schon in diese Richtung. Man kriegt hier halt verschiedene Farben am Ende noch und kann noch mehr machen. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum das Ding jetzt orange ist. Okay. Orange Dinger können wir ziehen. Heftig. Alright. Jetzt wird natürlich am Anfang des Games erstmal beigebracht, wie das hier alles funktioniert, dass wir auch wissen, was hier überhaupt abgeht. Ich finde das Jump-Geräusch irgendwie lustig. Das mal in VR spielen. Oh ja, stelle ich mir auch krass vor. Nicht von den Portal-Machern, nein, nein, nein. Ist nicht von Wolf. Ist von einem eigenen Team. Aber geht sehr stark in die Richtung. Gerade auch, wenn man hier immer in so einzelne Test-Chambers geht. Aktiv. Danke für deinen Resub, Bloody Puppeteer. Way above wie Brücken. Für 2 Monate jetzt schon, Mann. Danke, 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 Mann. Willkommen zurück. Okay, da springen wir jetzt gefühlt in den Tod. Alter. Emma, I found something. Ja, ich habe was gefunden, würde ich sagen. Oh, still no signal. What the fuck? Sollen wir da einfach reinspringen? Oder warum ist da so ein Bouncer? Ja, steck einfach mal deine Hand rein. Ey, easy. Überall, wo ein Loch ist, einfach mal die Hand reinhauen. Extrude function. Code colored red enabled. Okay. Recommended action. Place red cube on white panel. Okay, mit dem Dings können wir jetzt die Farben ändern. Oh, wir können jetzt Blöcke rot färben, damit wir sie weiter rausziehen können bei allen weißen Blöcken. Okay. Alright, that's nice. That's nice. Hallo Kolosinator. Wie geht's dir, Mann? Alles gut?
Überall, wo ein Loch ist, erstmal Hand reinstecken. Magazin. Aktiv. Oh. Ja, das hat fast geklappt. Obwohl, doch, es hat geklappt. Weil es mich hier gestoppt hat, damit ich dann hier anhalte. Hey, that's nice. Um zu deiner Frage zurückzukommen, Kalyxanator, sehr gut. ich hab zuerst gefragt. Ich liebe ja solche futuristischen, genau sowas. So futuristische Lichter und sowas, ey. Love it. Quotes machen können nur Moderatoren, glaube ich. Kapitel 2, die Regeln. Kommen jetzt schon Regeln hier aufgeheimst. Ob ich das will, ist die Frage. Okay, was ist das? Okay, auch gut zu wissen, man kann das Ding mittendrin aufhalten. Wird vielleicht später nochmal interessant. So. Machen wir mal so, weil ich glaube, dann können wir darauf landen. Genau, und hier rüber. Sehr gut. Ich fordere eine Quote mit dem Hand reinstecken. Sehr gut. So wollen wir das sehen. Ah, Feuer rausziehen, auch so eine Idee. Bei solchen Games ist es übrigens immer richtig fies, weil die wirken am Anfang immer ultra leicht und du kommst so einfach durch. Aber es wird später so schwierig. Jetzt nennt ihr uns schon Millie. How are you doing? Making progress, I think. Good. Listen, I wanted to ask, what do you remember before waking up? I don't. Janik sieht von der Perspektive sehr gut aus. I think I was heading towards a job. Ich sehe aber auch nur so jung aus wegen der Cappy. Die Cappy macht mich gefühlt 5 Jahre jünger. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Plötzlich ist sie leise. God damn it, this stupid thing. Okay. Ich möchte jetzt schon mal direkt am Anfang eine Hypothese aufstellen. Deine Schokoladenseite. Ich bin gerade überlegen. Ist es. Tatsächlich. Das ist meine Schokoladenseite. ich möchte direkt am Anfang eine Hypothese aufstellen. Und zwar glaube ich, dass alles hier ist ein Testsubjekt. Diese Emma verhört uns die ganze Zeit. Und möchte wissen, wie wir jetzt auf das alles hier reagieren, was passiert ist. Und möchte halt quasi einen Test anfügen hierfür. Ist alles nur eine Hypothese, aber ich sag direkt und denke, dass es in diese Richtung geht. Finde ich. Allein vom ersten, was man jetzt so gehört hat. Ist das Minecraft? Ja, das ist Minecraft. Ja, Mann. Cappy plus 3 Zuschauer, minus 5 Jahre, diese Caplist, dem Benutzer ein bisschen mehr Fame zu, aber sein Alter leidet darunter. Ach du. Alter kann nicht drunter leiden. Ich meine, wann ist es wirklich wichtig, alt auszusehen? Wenn man einen Club will vielleicht. Wann will ich mal einen Club? Nie. So what? okay, das funktioniert so noch nicht. Weil wir das hier hochschieben müssen, damit wir weiter fliegen. Nice. Cool, gefällt mir. Geil, nice Minecraft-Mod. Danke, Mann. Spritty! Danke für die 6 Monate. Resub. 7 Monate. 7 Monate schon. Danke, Mann. Dieser Resub-Sound macht mich fertig, Alter. Der ist aber wirklich. Ich finde, der Resub-Sound, der animiert einen auf jeden Fall zu resubben. Weil wann will man mal nicht Diddy Kong hören? Real Rap. Oh, die Musik. Die Musik gefällt mir, Mann. Warum kam die noch nicht vorher? Wenn ich 16 bin und eine Ü30-Party will. Oh ja, erstmal aktiv eine Ü30 klären, ey. Mm. Aktiv. Einen guten Puma. Mm. Haus der Blätter. Wie viele Kapitel gibt's in dem Game? Ich bin so ein Mensch, der sich beim Anfang von so einem Spiel, und da steht Kapitel, instant fragt, wie viele es gibt, um zu wissen, wo man steht. Janik, ich will dir meinen Prime-Sub geben, aber nur, wenn du mit mir Overwatch spielst. Overwatch spiele ich in letzter Zeit fast gar nicht, Mann. I'm sorry. Okay, wir haben eine neue Farbe.
Fresher Subzone. Danke, Mann. Interesting. It's like the structure itself can duplicate and grow. Ich kann Blöcke erschaffen. Das macht Dinge schwierig. Das Grasblock? Ja, Mann. Kein Overwatch-Diabo. Sorry. Sorry, Mate. So, wir holen uns hier erstmal so einen Block runter. Okay. Ich weiß noch nicht ganz so, was ich davon halten soll, dass ich jetzt Blöcke erschaffen kann. Okay, verkackt. Ich hoffe, Diana hat ein Twitch-Profil. Leider nicht, sorry. Ja, dann spende dir 1 Euro, wenn du mir einen Skin in Fortnite schenkst. Geht das mittlerweile? Das haben sich ja alle irgendwie gewünscht, dass man irgendwann mal Skins verschenken kann. Okay, seht ihr, jetzt fängt es nämlich schon an, ein bisschen komplizierter zu werden. Jetzt fragt man sich schon, what the fuck is happening? Janik, ich schenke dir Luft, wenn du streamst. Das kriege ich hin. So. Was bringt es mir, da einen Block hinzustellen? Komme ich da dann besser hin? Ah. Shit. Ich werde den grünen Block brauchen. So, no shit, auf jeden Fall. Weil ich werde jetzt von dem aus nicht direkt rüberspringen können. Das ist der eine Block, den ich noch brauche, um weiter hochzukommen. Okay. Also. Müssen wir es jetzt so machen? Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Sehr gut. Funktioniert das jetzt schon? Jawohl. Okay. Janik, ich spende dir 1 Euro, wenn du mir 10er spendest. Alter, das ist mega der Plan. Das ist wie diese Tauschaktion bei Galileo immer. Janik merkt, dass er bald Probleme haben wird. Ja, fängt jetzt schon an. Und wenn es jetzt schon anfängt, Freunde, kann nur gut werden. I love it. Muss ich da genau so ein Ding treffen? Wow, okay. Freunde, The Rock ist im Haus. Wir treten jetzt Türen auf, falls ihr es noch nicht wusstet. Nächstes Level, unschaffbar. I try my best, okay. Fast. Wie das da immer reinknallt, das klingt so brutal. Brudi. Ich weiß nicht, ob wir den auffangen müssen. Davon würde ich nämlich erstmal ausgehen. Weil der perfekt darauf landet. Guck mal. Yannick der Genius. Yannick der motherfucking Genius. Bevor er überhaupt in den anderen Raum gegangen ist, wusste er schon, was er tun muss. Bam. That's how you do it. Man. Nee, aber Phil, um mal einmal darauf zurückzukommen, auch wenn das von dir natürlich nur so ein Spaß war, von wegen Höhe Fortnite-Skin schenken. Das soll, glaube ich, bald eingeführt werden. Dass es ein Trade-System gibt in Fortnite. Was ich cool finde. Was ich tatsächlich sehr cool finde. Von den Leuten, von... ja, es war Spaß. du hast mich motiviert damit, ja. Zu sagen, wutiviert. Alter, wenn Wut dich motiviert, wutiviert. Der Neologismus des Jahres 2018. Ich sag's euch, das wird das Jugendwort 2018, weil das habt ihr zuvor noch nie gehört, ich auch noch nicht. Bäume. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, weil ich nie rausgehe. I'm reading you. Are you all right? I've come across an exterior space. The storm has cleared up and, well, there's life here. There's water and plants. That's unexpected. This doesn't look accidental either. The structure of the space, the organization of it, it looks purposeful. It reminds me of my husband. In what way? Oh, he works with plants. You should move on, Millie, before another storm comes. Agreed. Speak soon. Social Engineering. Das klingt jetzt wirklich so, als ob die ein bisschen was herausfinden will. Weil warum hat sie sonst so investigativ nachgefragt? Warum erinnert sie das an ihren Mann? Was genau erinnert sie hier an ihren Mann? Warum sieht das hier aus wie eine Simulation, die extra hier hingestellt wurde, damit sie über ihren Mann redet? Fragen über Fragen. Bin kurz weg und werde in der Kluft der Beschwörer reintilten. Sehr schön.
Dass man Leuten was schenken kann, ist echt cool. Ja, Mann. Was ich gerade noch fragen wollte, an die Leute, die Fortnite von euch spielen, das sind ja doch eine Handvoll. Zumindest ein paar Leute von euch gucken mal zu, dementsprechend vielleicht spielt ihr das Spiel auch selber. Habt ihr euch den Skin Rote Ritterin geholt? Oder wie findet ihr den Skin? Weil das ist ja so der Skin der Skins, wo alle ausgerastet sind, dass er jetzt mal wieder da war, Ende der Season, und alle meinten, Alter, ist das nice, Alter, ist das geil. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich finde, der Skin sieht so unfassbar hässlich aus. Warum? Warum feiert man den so? Ich finde, der ist so hässlich. Pottenhässlich. In der Übertragung verloren. Oh, das wird groß. Das wird groß. Kannst du das Spiel auf Amerikanisch stellen? Ich finde, so ist es eigentlich gerade perfekt, weil für die Leute, die Englisch halt jetzt nicht so mächtig sind, die können unten einfach die Untertitel lesen. Und die, die das Spiel in Englisch genießen wollen, können es ja zuhören. Ich liebe es, wenn Spiele es anbieten, eine englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln zu haben. Das ist für mich so das Nonplusultra, wie ein Game aufgebaut sein sollte. Weil ich liebe englische Sprachausgabe oder sowieso Originalvertonung. Außer bei Animes. Ich finde es ehrlich gesagt persönlich meistens immer ziemlich anstrengend, Animes auf Chinesisch, Japanisch, Koreanisch zu gucken. Die Stimmen. Und guck dann lieber immer so einen Dub, anstatt nur einen Sub. Aber bei Spielen liebe ich. Liebe ich, Mann. Ich meine Spielsprache, die sprechen britisch und das ist schlimm für meine Ohren. Britisch ist mega nice. Britisch ist der beste Akzent der Welt. Lösefunktion. Okay. Incredible. Unglaublich. Okay, da hinten haben wir jetzt ein... Ah, wir können hier einfach hochlaufen. Ich dachte, ich muss hier wieder irgendwas bauen. Ich finde gerade bei Animes zappen muss, da hasse ich die meisten Dubs. Okay. Aber das konnte ich doch... Ah, nee. Ich kann jetzt sogar weiße zu grünen Cubes machen. Okay. Melodayay, hallo und willkommen im Stream. Ich bleib bei meinem veganen Pflanzenskin. Der ist ja auch mega cool, Mann. So, hier wird es jetzt beginnen, dass wir... zum einen Grüne erschaffen und selber mit rüberspringen. Die wollen uns jetzt natürlich alle Farben aneignen. Ich glaube, es gibt 4 Farben, wird ja Sinn machen. Damn, ich war ewig nicht mehr hier. Topsy-Turvy Mind. Topsy-Turvy... Top... Hi. Ich nenne dich Top. Hi, Top. Okay. Hier beginnt es interessant zu werden. Wir können natürlich noch einen weiter hoch, indem wir einfach einen grünen erstellen. Können wir aber dann schon hier reinspringen? Nee. Vielleicht müssen wir dann erst einen grünen rüberschießen. Geht ja auch nicht. Okay. Das kann man machen. Was ist, wenn wir... Ah ne, das wollte ich eigentlich andersrum machen. So rum. Ja, das bringt jetzt ja nicht so viel. Wenn wir jetzt allerdings hier einen grün machen, können wir dann wirklich hier oben drauf. Ah, okay. Also erst ein Grün, um darauf hoch... Ah, okay. 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 Ich spiele eigentlich alles in Originalvertonung ohne Untertitel. Verstehe ich auch. Ich habe mir halt nur durch YouTube und durch Twitch-Streams angewöhnt, Untertitel immer reinzuklatschen, gerade auch in Deutsch, weil viele immer sagen, dass der Englisch doof ist. Does that mean I'm nearly at the top? Not quite. These structures, all paths should lead to a central core. If you get there, we can figure out the best way to get you to the peak. How do you know all of this? We trained for a long time, Millie. So what do you think these structures are? Well, we know they have internal machinations and seem to perform tasks with no need for external input. A cybernetic system of sorts, reacting and adapting. The gloves were built to change that, or at least divert its functions temporarily. But what's their purpose? All I know is that we had to stop that vessel from colliding with Earth. The structure you're in, God knows what they're used for. Anyway, let's focus on finding that beacon as soon as possible. Mhm.
Top ist doch ein super Spitzname. Finde ich auch. Tiefenpoesie sagt mir auf jeden Fall noch was. Dann warst du aber echt lange nicht mehr hier. Aber der Name sagt mir was. Bin ich der Einzige, der von Untertiteln überfordert ist? Ich muss dann lesen, aber kann gar nicht hinschauen, was da gerade passiert. Es gibt so oft so Bilder, wo Leute niesen. Wo Leute mit einem Auge so runtergucken, mit dem anderen aufs Spiel. Das ist immer so ein Meme, was irgendwie rumgeht. Finde ich sehr, sehr lustig. I like that. Also, es wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir am Ende hier drauf ein Grün draufstellen. Und ich glaube, der kommt da nicht durch. Ja. Sehr gut. That was my plan all along. Und ein einfacher Sprung am Ende noch. Krieg ich hin. Gesundheit, danke sehr. Doch kein Mastermind. Verdammt, Brain Crash, Gesundheit. Würfel löschen. Okay, scheiße. Ohne Scheiß, wenn es jetzt schon anfängt, dass man Würfel zurücknehmen kann, die man mal gebaut hat. Shit's not good. Also erstmal ist das Wichtigste, dass wir das hier aufmachen für uns. Das heißt, es wird... Ja, nee, das wird ja nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt erstmal einen hier rüberbringen, um den dann rüber zu schießen. Didn't work quite like that. Sorry. Nope. Wir müssen mal gucken, was genau bedeutet, einen Würfel zu löschen. Weil es wurde jetzt nicht am Anfang hier gesagt, wenn es nicht was bedeuten würde. Ah! Siehst du? Weil wenn man ihn löscht, dann hat man jetzt gerade quasi einen kleinen Vorteil. Okay. Ich kann jetzt hier hoch. Aber ich muss auf jeden Fall dem Block hier irgendwie verhelfen, weiter zu springen. Ich brauche einen grünen Block hier oben. Darum geht's gerade. Ich muss irgendwie einen grünen Block hier oben hinkriegen, damit ich dahin springen kann. Weil so werde ich ja nicht drauf können, ne? Ne. Dachte ich mir. Hier werde ich keinen hochschmeißen können. Das bringt auch nichts. Ich brauche hier einen grünen Block. Wie kriege ich hier denn einen grünen Block hin? Das Ding ist, der würde sich auch niemals so weit hochschießen. Das ist ja auch das Problem, was wir jetzt noch haben. Ich glaube, die Lösung ist mega easy, mit Sicherheit. Die Range dieser Handschuhe ist ja insane. Ich glaube, überall, wo du hingucken kannst, kannst du auch einen Handschuh setzen. Ich glaube, das ist so der Trick hier hinter. So. Ach, ich Idiot. Well, Yannick, du kannst überall so ein Ding hinlegen, ne? Ich wollte es nur mal immer kurz nahe bringen. Ich meine ja nur. aber dann sollte ich vielleicht den grünen Block hier hinlegen. Schwing. Sehr gut. Ich denke aber, ich muss einen grünen Block rüberbringen, aber ich kann ihn ja mittlerweile überall platzieren. Und ich glaube, das muss ich jetzt gerade erstmal so im Kopf kriegen. Was ist das für eine Statue, Alter? Holy fuck. Und warum ist die so rot angeleuchtet? Gibt's nicht Sonnengemälde im Real Life auch als Statue? Sogar eine richtig berühmte, glaube ich. Aber da trägt der, glaube ich... Boah, was trägt der da? Ich meine, da trägt der ein Rad.
Ich meine, das habe ich schon mal gesehen als Skulptur irgendwo. Kommt der Kunsthistoriker aus mir raus. Please, take me. Take me. My heart beats. But I want it to beat. For you. I want to become one. Die Erde, ja, genau. We would become one. Don't leave me on my own. Not without her. Emma. What? What is it? I think it's human, or was. Now I don't know what it is. A statue. And it was saying something. No, not saying. A radio transmission of sorts. I don't know, this is messed up. Millie, whatever it was, it just means we need to find the location of that signal as soon as possible. Okay? Then we can find a place to rendezvous. Yeah, I understand. I'm sorry, it just... I'm sorry. Die ist viel zu zielfokussiert dafür, dass hier so kranker Scheiß passiert. Meine Freundin meckert gerade, dass der Stream langweilig wäre. Da kann ich sie leider nicht vom Gegenteil überzeugen, weil ich bin echt ein langweiliger Strolch. Grüße an deine Freundin, Mann. Ich hoffe, sie hat trotzdem einen wundervollen Tag, auch wenn du heute nichts mit ihr machst. Weil du natürlich hier bleibst. Hoffe ich. Weil sonst ist hier Schluss. Bei uns beiden. Holy shit! Ja, Mann. Das war kranker Scheiß. Das war ziemlich kranker Scheiß. Oh hi, du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen oder den Kanal abonnieren oder du schaust hier bei Twitter vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.